Herzlich willkommen zu diesem Kongressinterview von unserem Kongress Angst oder Vertrauen. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast, Jörg Fuhrmann. Jörg ist Autor, er ist Trainer, er ist Therapeut und Speaker und er gibt Seminare, er macht Einzelbegleitungen und leitet Ausbildungen zu unglaublich spannenden und vielfältigen Themen. Bei ihm geht es unter anderem um Hypnose, um bewusstseinserweiternde Methoden wie holotropes Atmen, transpersonale Psychologie, auch Schamanismus und auch Trauma- und Körpertherapie sind mit dabei. Damit beschäftigt er sich schon sehr lange. Ich glaube, Jörg, wir könnten 40 Minuten lang nur über das reden, was du schon gemacht hast. Mhm. Wahrscheinlich. Genau. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke dir für die Einladung. Ja, Jörg, lass uns loslegen mit dem Thema Angst oder Vertrauen. Wenn ich dich fragen würde, so, was du darunter verstehst, unter Angst und Vertrauen und welche Rolle das in der jetzigen Zeit vielleicht spielt, was würdest du da sagen? Ah, okay. In der jetzigen Zeit, ja. Also in der jetzigen Zeit haben wir natürlich massivste kollektive Dynamiken am Laufen. Seit mehreren Jahren. Es gibt ja auch von einem Autor die Bezeichnung eines Kults. Ne, das Buch ist der Spiegel-Bestsellerliste, der Kult, kann man mal lesen. Das hat natürlich viel mit gewissen Fokussierungen, Glaubensbekenntnissen und so weiter zu tun und Ausgrenzungen von anderen Perspektiven, die dazu geführt hat, zu so einer Interpretation von ihm geführt hat. Mhm. Die Menschen sind vor allen Dingen betroffen, wie ich das so von Beginn an erlebt habe. Und ich habe von Anfang an auch die Frage in den Raum gestellt, immer wieder auch, ob nicht möglicherweise die Kalkulation eine falsche ist, also eine ungünstige. Im Endeffekt, wenn man sich das am Ende so anguckt, ob die Heilung in Anführungsstrichen nicht schädlicher ist als die Maßnahme, also die Erkrankung, Blödsinn. Ja, also der falsche Versprecher vielleicht, also als die eigentliche Thematik. Und wenn man da also jetzt mal so die ganzen Folgekosten einrechnet, diese ganze Dynamik, die ganzen psychischen Erkrankungen, schießt alles durch die Decke, Essstörungen, Depressionen, Ängste, Suizidraten, vor allen Dingen auch bei den jüngeren Generationen. Ja. Das habe ich ja auch alles vorhergesagt, da wurde ich auch sehr für angegangen. Da gab es dann so bestimmte Etiketten, die man dann kriegte. Da wurde man also dann, wenn man das mit NLP-Worten sagen wollte, geframed, ne? In einem Rahmen gesehen und da reingepackt, obwohl man sich da selber gar nicht drin wohlgefühlt hat. In diesem, aber das ist ja Sinn und Zweck von sowas. Und interessant ist, was gerade auch passiert, diese ganze Isolation, Vereinsamung, die Ängste vor wirtschaftlichem Tod, dann bei manchen Leuten eben auch die gesteigerten Ängste vor Infekt. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Stichwort Mysophobie denkt, ne, also die Angst quasi vor Ansteckung, vor Unsauberkeit, das ist ja im ICD, ist das eine klassische Diagnose, ne? Also ja. Wenn man da also mal drauf schaut, was da so für Kriterien stehen, das sind also Leute mit extremem Kontakt- und Vermeidungsverhalten, mit Putz- und Wasch- und Desinfektionszwängen, die ihre eigene Wohnung schon nicht mehr verlassen und im Grunde Angst haben, sich bei anderen mit was anzustecken und teilweise dann daraus auch Zwangshandlungen, Zwangsstörungen entwickeln. Das ist natürlich... das könnte man natürlich auf viele Leute momentan auch anwenden, würde ich sagen. Ja. Auch öffentlichen Verkehr meiden gehört auch dazu. Ne? Ja. Und das ist einfach eine krasse Entwicklung, die da passiert ist. Und ich glaube, man hätte also medial, ich habe eigentlich in der ganzen Zeit ganz wenig gehört, bis gar nichts, was man denn für die Gesundheit tun kann. Ne? Ja. Ja, also für sich, zu bleiben. Und wir wissen ja auch aus der ganzen Forschung, wie Nocebo-Effekte, gerade auch im Bereich jetzt, wenn man so von Hypnose und so geht, ausgeht, ne, wie stark diese Nocebo, also das Gegenteil von Placebo, also vom positiven Erwartungseffekt, eben der negative, ne, da gibt es auch so ein schönes Buch, ne, wie sie trotz Beipackzettel, Röntgentest und so weiter gesund bleiben. So, ne, Nocebo, wer es nicht glaubt, wird krank, heißt das Buch. Ist so ganz, ganz witzig gemacht auch. Und das ist ja kein, wie soll ich sagen, das ist ja
nicht von der Hand zu weisen, dass es diesen Effekt auch gibt. Ne? Und wer also ständig in Isolation und Angst und Panik getrieben wird, ja, der ist auf jeden Fall nicht, hat eine größere Kapazität für sein Immunsystem, denke ich. Und das sieht man ja auch. Ja. Und wie gesagt, also die psychischen Waldbrandfolgen sind ja absolut enorm. Und da, wie gesagt, Angst gehört da auch zu. Angst ist einfach grundsätzlich eines der ältesten Gefühle, wenn nicht das älteste, könnte man sagen, weil es dem Überleben einfach wichtig war und für uns quasi Beutetiere der größeren Prädatoren, die so rumrannten. Und mit unserem ewig langen Entwicklungsprozess, bis wir erstmal abwehrfähig sind, von der Geburt an meine ich jetzt, und dann auch der Schlaf nachts, so war irgendwie gar nichts mitkriegen und so. Also wir waren ja eigentlich prädestiniert dafür, in der Evolution unterzugehen, hätte ich beinahe gesagt. Und da ist auf jeden Fall, dass wir das nicht sind. Da ist die Angst sicherlich ein wichtiger Faktor. Und ich glaube auch die Neandertalensis-Gruppe der Positivdenker, die also immer positiv gedacht haben und immer davon ausgegangen sind, dass hinter der nächsten Ecke das Geräusch, was da gerade gekommen ist, kein Tiger gewesen ist oder Löwe oder irgendwas, die sind wahrscheinlich ausgestorben und deswegen haben wir von denen nichts gehört, ne? Also ja. Von dieser Gruppe. Ne? Also die Pessimisten haben diesbezüglich besser überlebt, also weil sie bestimmte Sachen einfach dann eher mobilisiert haben. Das könnte man jetzt ja auch auf die Dynamik beziehen, die ich gerade benannt habe und sagen, ja, da hatten die ja doch recht alle und damit, und es geht immer darum, dass wir quasi in einen gesunden, ich sag's mal, Modus, mittleren Modus kommen. Das heißt, situativ gefährliche Sachen sollte man durchaus nicht ignorieren, obwohl wir das ständig tun. Wenn wir an der Straße lang baseln, ich habe so viele Leute in den letzten Monaten gesehen, die so auf ihr Handy, also denen ist ihr Handy wichtiger als ihr Leben, offen auf dem Randstreifen, wo gar kein Gehweg war, lang gebaselt sind oder teilweise mir auf dem Fahrrad entgegengekommen sind und so nach unten geguckt haben. Und mit den Elektrofahrrädern sind die auch recht schnell zum Teil. Und du fährst an denen vorbei und die gucken nicht mal hoch. Ja. Da denke ich mir, okay, wenn jetzt irgendein Autofahrer pennt oder das nicht mitkriegt, dann ist Ende. Ne? Und über solche Gefahren, die wirklich bedrohlich sind, da machen wir uns auch keine Gedanken. Ja, da ist einfach jetzt gerade da die App oder irgendwas, was da läuft, ist wichtiger als mein Survival. Ne? Das ist auch gestört, würde ich sagen. Ja. Und nicht smart, wie diese Gadgets ja immer alle genannt werden. Das ist alles andere als smart. Ja. In diesem Sinne. Ja. Und die Frage ist ja, ob der Alarmzustand, in den wir versetzt werden, ob der, also eigentlich ist es ja ein Initiator. Ja. Wenn wir auf die Steinzeit zurückgehen, ist es ein Initiator für für Stress und der wiederum ist ein Initiator für Bewältigung, also für Coping, sagt man im Fachjargon. So, und dann gibt es eben Strategien, die sind adaptiv und sinnvoll. Das heißt, da geht es mir hinterher besser mit und ich habe wenig bis keine Folgekosten. Mhm. Und es gibt Maladaptive, die sind eben dysfunktional. Ich sage mal jetzt 8 Flaschen Wodka und mit 150 über den Ring brettern, wo 50 ausgeschrieben ist. Vielleicht geht es mir danach besser, weil ich meinen Stress los bin. Aber möglicherweise passieren so Sachen, die ungünstig sind. Ich habe da sowas mal miterlebt als Zeuge, auch wo dann einer mit 150 km/h da um die Kurve und der hat die Kurve nicht ganz gekriegt, hat das Blumenbeet da mitgenommen und ist dann in die Friedhofsmauer mit dem Auto reingeflogen, 8 Meter weit. Und ich war dann da als erster vor Ort, dummerweise. Da machte ich die Tür auf und da waren war der Fußraum voll mit Weinpullen. Ne? So, und das sind ungesunde Strategien, würde ich sagen. Und bereits die Wirbeltiere haben ja schon diese ganzen Strategien auch entwickelt. Und die haben dann meistens relativ einfache Muster und Programme entwickelt, nach denen sie, handeln oder agieren. Und da spielen eben Stresshormone und die Nebennierenausschüttungsprozesse eine Rolle und so weiter. Und das Problem ist eigentlich die chronische Generalisierung von solchen Prozessen, um das jetzt rund zu machen. Ja. Das ist eigentlich das Problem, was wir jetzt ja auch permanent sehen. Also man macht alles, also die Leute haben ja alles mitgemacht und sie sind eigentlich ständig
immer noch bedroht. Also es hilft nichts. Sie sind eigentlich ständig immer noch bedroht. Noch eine stärkere Filterung davor, noch weniger Sauerstoff, noch mehr CO2-Rückatmung. Und das ist ja mittlerweile alles belegt. Das war ja alles Schwurbelerei vorher. Und jetzt sind die Stationen voll mit Leuten, die auch da alles noch mitgemacht haben. So, und die sind anscheinend nach neuen Zahlen sogar noch viel betroffener als die anderen. Und all diese ganzen Dinge, also das ist ungünstig und kollektiv und in der individuellen Dynamik. Für die, die alles blind mitgemacht haben, nichts hinterfragt haben, ist es ungünstig, weil die müssten das jetzt hinterfragen. Das Ego kann das nicht gut. Und das tut so weh, dass sie daran festklammern, wie der Besoffene freitagsabends am Hering. Und können das nicht loslassen, weil das ist die Rettungsplanke, an der sie im Ozean dieses Lebens nun mal umhertreiben. Und dann müssen sie auch ihre guten Elternintrojekte, die eigentlich schlechte Eltern sind, in Frage stellen. Das können die nicht. Das ist, die sind da so fixiert drauf, das ist, die Angst ist zu groß. Ja. Ja, so, da müsste ich mich ja auf mich selbst besinnen und auf mich selbst beziehen. Ja. Und das reicht dann nicht. Dafür, weil, da hat man anscheinend nicht genug eigenes Selbst, hätte Arno Grün gesagt, oder Erich Fromm, haben das ja, er hat das auch beschrieben, rauf und runter aufgebaut. Und ja, das Problem bei dieser Chronifizierung ist, dass wir eigentlich dann ständig und permanent immer wieder in die klassischen Mechanismen gepusht werden. Also ist bestimmt schon mehrfach genannt worden auf dem Kongress. Ich sage es trotzdem nochmal, Kampf, Flucht, Todstellen. Was man dazu zählen müsste, ist auch noch Verstecken. Mhm. Ja, das passt ja bei dieser Thematik auch ein Stück weit, die wir aktuell erleben. Mhm. Also sowohl visuell als auch, also mit Verhüllung und so, als auch eben räumlich. Ja. Und Anpassungsstrategien innerhalb der sozialen Bindungsbeziehungen, die ungünstig sind. Ja. Das heißt so Appeasement-Sachen, ja, wo man Dinge macht, die man eigentlich gar nicht machen will, weil man sonst das Gefühl hat, die Bindungsbeziehung wird unterbrochen oder abgerissen. Das Problem ist, dass daraus, ne, was Seligmann entdeckt hat damals bei den Schäferhund und so Experimenten, dass da eben halt diese erlernte Hilflosigkeit rauskommt, die dann nachher in so eine chronische Dauerstarre eigentlich führt, weil man das Gefühl hat, also man hat den Hunden, den armen Hunden, hat man da Elektroschocks verpasst und dann konnten die rüberspringen in eine andere Box und dann kriegt man wieder welche verplättet. Und die, die keine verplättet kriegten, hat man dann gewundert, ach, die sind ja jetzt resilienter, weil sie eine Coping-Strategie haben, wo es geklappt hat. Und die, die wieder drüben auf der anderen Seite auch gekriegt haben, die waren dann fertig. Ne? Und das ist genau das, was wir hier auch erleben. Das heißt, die Leute haben immer mitgemacht und gemacht und gemacht. Und dann ist das die ganze Zeit so Zuckerbrotpeitsche gefahren worden. Und es hat alles irgendwie nichts genutzt und es irgendwie immer schlimmer und immer hysterischer. Und obwohl ja ganz andere Länder ganz andere Sachen gemacht haben, wo fast gar nichts passiert ist zum Teil, das ist, meine ich jetzt nicht nur Schweden, gibt es auch in Südamerika und in Afrika zig Länder oder in Asien, die da völlig anders mit umgegangen sind. Und wenn man auch im anderen Kulturkreis lebt, in oder solchen Schwellenländern oder Dritte Weltländern, allein der Unterschied zwischen DE und CH, ich wohne ja hier in der Schweiz an der deutschen Grenze, ist schon sehr signifikant. Das sagen mir sehr viele Kunden, die von Deutschland rübergekommen sind während der Zeit oder auch jetzt immer kommen. Man merkt es deutlich, dass hier einfach ein ganz anderer Umgang damit ist auch. Und ja, obwohl vieles natürlich hier ähnlich war. Aber wie gesagt, in weiteren Ländern, die weiter weg waren, war es ganz anders zum Teil. Von der ganzen Mentalität, weil die konnten sich das gar nicht erlauben, so lange irgendwie drinnen zu bleiben zum Beispiel, weil Verhungern war einfach ein größeres Problem. Und das muss man jetzt auch überlegen, aufgrund der ganzen Zusammenbrüche im Rahmen von Lieferkette und sonst was, was jetzt da noch hinten dran hängt, das hat ja die Welthungerhilfe schon prognostiziert, dass da so zig Millionen Menschen mehr verhungern, zusätzlich verhungern werden jetzt infolgedessen. Ne? Und wenn man das alles nachher zusammenkalkuliert, ich glaube nicht, dass die Rechnung aufgeht, im Sinne, dass das eine positive Sache war. Ja. Genau. Dieser Nocebo-Effekt, wie gesagt, der dann noch oben drauf kommt, also das ist ja auch eine Lähmung, die dann da auch wieder einsetzt, wieder diese erlernte Hilflosigkeit, die wieder ständig zu Mobilisierung, Hyperarousal und Hypoarousal führt. Das heißt, die Leute sind ständig hochaktiviert oder im Shutdown, also entweder Hochsympathikus, Aktivierung oder dorsal-vagal und einfach platt, sage ich mal. Und infolgedessen,
um das jetzt abzuschließen, ist es auch so, damit du wieder eine Frage stellen kannst, ist es auch so, dass natürlich die ganzen Angstthematiken, also auch dann in Bezug darauf die Störungen wie Panik, Störungen, soziale Ängste, Zwangsstörungen, auch Hypochondrie natürlich, logisch ist ja genau das Thema, oder dann generalisierte Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung, das hat alles zugenommen. Ne? Das ist infolge dieser ganzen Dynamik auch. Ne? Ja. Frauen sind häufiger betroffen als Männer übrigens. Ja. Ja. Doppelt so häufig, ja. Aber es ist auch so, das muss man sich mal überlegen, es ist ja nach der Depression ist ja Angst die zweithäufigste Thematik und irgendwie, ich glaube, 15% oder was der Bevölkerung sind insgesamt davon betroffen, der Erwachsenen. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen auch. Ne? Ich glaube, es ist auch ein deutsches Phänomen nochmal, also in der Hinsicht, dass wir, glaube ich, in Deutschland auch nochmal anders geprimed sind auf Angst, ja, weil transgenerativ da nicht viel verarbeitet wurde. Ja. Da gab es ja den amerikanischen Begriff der Besatzer damals, German Angst, ne? Und das sind diese ganzen Kriegstraumata. Wenn du jede Nacht da bombardiert wirst, das wird ja auch von der psychologischen Kriegsführung so organisiert, diese ganzen Feuerstürme aus England. Die haben das ja so geplant auch, um da möglichst großen Terror in der Bevölkerung zu verursachen. Und das sitzt natürlich nicht, das sitzt noch drin in der Bevölkerung. Das ist nicht nach ein, zwei Generationen weg. Ne? Ja. 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 Ja, und da an diese ganzen Dynamiken, da greift das natürlich drauf zu. Ne? Ja. Richtig. Richtig. Ja. Du hast jetzt erwähnt, Jörg, dass es eigentlich so ist, dass wir uns permanent oder ganz, ganz, ganz viele sich permanent in einem dysregulierten Zustand befinden. Das heißt, sie fühlen sich eigentlich oder zumindest das Nervensystem fühlt sich dauerhaft bedroht und aus dieser Bedrohung heraus reagieren sie dann oder fallen sie einfach in die Erstarrung oder und reagieren nicht. Ja. Das heißt, das ist auch etwas, was du sagen würdest, das war einfach schon vorher da und die jetzige Zeit hat das einfach so ein Stück weit nochmal verstärkt, Fragezeichen. Und wenn ja, wieso haben wir solche ungünstigen Mechanismen entwickelt und was sind da irgendwie günstigere? Was ist so ein Stück weit Weg daraus? Ja, also wir haben ja erstmal gewisse Urängste, die hat ja jeder Mensch. Ne? Also die größte Urangst ist auf jeden Fall, verlassen zu werden mit. Ne? Und im Grunde dann auch einsam zu sterben. Das ist immer die Kausale, wenn du das zu Ende denkst, kommst du immer irgendwo dahin. Deswegen war das Verstoßen aus der Gemeinschaft ja auch so schlimm. Und das haben ja jetzt in dieser Zeit auch ein Großteil der Leute, die angefangen haben, ihre zwei grauen Gehirnzellen zu nutzen, die haben genau das ja beschrieben, dass sie das eigentlich am schlimmsten erleben. Und viele, die dann gesagt haben, ich mache es jetzt einfach, egal was, die haben genau das gesagt. Sie haben oft keine Angst davor, vor dem, was da eigentlich an die Wand gemalt wird, sondern sie halten diese soziale Vereinsamung nicht aus oder sie haben Angst, nicht mehr am sozialen Leben teilhaben zu können. Und da wird natürlich auch so eine Urangst mit ganz gezielt auch mit angesprochen, denke ich. Ja. Wenn man das so durchzieht und sich dann so anguckt, wie das so dauerhaft so, also ich glaube nicht, dass sowas einfach so passiert, wenn das so lange über so einen Zeitraum so gemacht wird und man sieht eigentlich die Folgen schon. Ja. Das ist ja da noch Naivität, also noch nur drin oder Unfähigkeit drin. Das machen ja einige, die sehen dann Unfähigkeit da drin, aber in der Steuerung, also weiß ich nicht. Dann haben wir natürlich so alle möglichen unkonditionierten Angstreize, die da auch mit einer aktuellen Rolle spielen, wie zum Beispiel die Angst zu ersticken. Ja. Ne? Also die ist ja Menschen angelegt und die wird natürlich dann auch mit diesen Propagandabildern aus Bergamo damals, mit diesen LKWs und so, da hat sich ja hinterher herausgestellt, das war auch alles so PR-mäßig und so, oder dann bestimmte Sachen mit der Intubation da hat man dann auch hinterher gemerkt, oh Gott, da sind ja viele Leute, hätte man besser gar nicht gemacht, diese Art von Behandlung und so vorgeschehen. Also das löst ja auch immense Ängste im Menschen aus, wenn er solche Sachen sieht. Und natürlich ist das, wenn man da jetzt schwer an so einer Sache erkrankt und da die Bronchien nicht mehr funktionieren, also wenn das da alles verengt ist und da man nicht mehr genug Luft kriegt, ist das natürlich extrem schlimm, so eine Erfahrung. Ich bin da ja im Winter auch durchgegangen, und hab da bestimmt 2 Wochen da rumgerödelt irgendwie und dann, also 4, 5 Tage hatte ich nachts, bin ich schweißgebadet wach geworden, weil ich diese Beklemmungen hatte und Panikattacken beinahe gekriegt, musste mich richtig runterregulieren.
Vor allen Dingen, wenn du also auch frühe Lebensthemen damit hast, wie nicht nach der Geburt nicht atmen können und solche Geschichten, dann hast du da richtig Spaß mit in den Backen, ja. Also das ist nicht gut. Ja, und das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass das eine grundexistenzielle Angst ist, die da dann eben auch getriggert wird. Natürlich Angst vor der Dunkelheit haben viele Menschen oder ja, vor Schlangen zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Sowas, wenn da was kriecht auf dem Boden, da springst du dann teilweise, auch wenn es nicht kriecht und wenn es so aussieht wie eine, obwohl es eine Aste ist, dann springst du da 3 Meter weg auf einmal reflexartig, weil ne, sowas halt. Ne? Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, wo kommt das eigentlich jetzt noch her? Also wir haben natürlich als Menschen gewisse, ich sag mal, Erfahrungen gemacht in der Biografie, wie gesagt, ne? Also das ganze Thema Bindung und so weiter, das wurde ja früher, ja, wurde ja früher komplett verleugnet. Man hat auch lange verleugnet, dass Säuglinge überhaupt Schmerzen empfinden, hat die dann ohne Sache, ohne Narkose operiert und solche Sachen, solche Scherze, ne? Also hoch traumatisierend sowas natürlich. Und also im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts, ist der Behaviorismus basierend auf Watson ja dann und nachher Skinner davon ausgegangen, dass der Mensch im Grunde abzurichten ist, wie ähnlich wie Pavlov das auch gedacht hat, also wie ein Tier, wie ein Roboter und er braucht keinen Beziehungskontakt. Und er muss einfach nur entsprechend programmiert werden, wie ein Roboter, und dann läuft er, ne? So, und ein bisschen kommen wir ja auch in die Richtung jetzt wieder. Es geht so, dieser Optimierungskram, also Delgado hat ja dann auch diese Implantatsachen in den 50er, 60er Jahren mit den Tieren gemacht, also Stiere und so, mit Implantaten im Hirn, wo man die dann mit einem roten Tuch da wild gemacht hat, und dann rannten die auf ihn zu, und er hat dann den Knopf gedrückt, und dann wurden die vollbremsungsmäßig ausgebremst und standen dann da vor ihm, wussten nicht mehr, was los war. Und in diese Richtung geht es jetzt ja auch schon wieder, dass irgendwie so Optimierung mit solchen Sachen ist da ja überall gefordert jetzt und so. Und der Mensch ist also irgendwie ein Stück weiter, glaube ich, von dieser Essenz von sich selbst auch abgekommen. Auch alleine durch dieses letzte Jahrhundert, wie gesagt, was der Behaviorismus dann empfohlen hat, das haben die Nazis ja übernommen. Es wird immer auf die Nazis, aber das kommt eigentlich aus Amerika, wie vieles aus Amerika gekommen ist in der Zeit. Diese ganzen Erziehungstipps, ne? Halten Sie Ihr Kind niemals, geben Sie ihm nur formell die Hand, hat Watson gesagt, und nicht überverwöhnen, lassen Sie schreien. Und das sind genau die Sachen, die nachher in die deutsche Mutter und ihr erstes Kind auch empfohlen hat. Und die NS-Entziehung wurde dann darauf aufgebaut. Und Leute wie Wilhelm Reich und so haben das dann ja auch sehr kritisch eben gesehen und haben dann eben auch erkannt, aha, so machst du eine Diktatur, ne? Indem du Menschen so früh von sich selbst und ihren Bezugspersonen entwöhnst, ja. Die Professor Eva Rass, die hat ja dazu auch viel gemacht, was passiert mit Kindern, wenn die sehr, ja, in den ersten 3 Jahren in die Kita gegeben werden. Und da gibt es ja auch diese Gehirnmessungen, gerade auch damals mit diesen rumänischen Kindern und so weiter, die eigentlich dann Nervensystem hatten wie ein Workaholic Top Manager, völlig zerschossen waren. Und wenn du so eine Grundstruktur hast, dann hast du natürlich alleine, wie viele Leute heute mit Scheidung zu tun haben in der Familie, ne, der Eltern, das ist ja jeder Zweite. All diese ganzen Verlusterfahrungen, all das, dieser ganze Druck, der da emotional überhaupt nicht verarbeitet ist, der löst ja auch schon ganz viel Ängstlichkeit auch dann oftmals aus, beziehungsweise resultieren aus dieser Ängstlichkeit gewisse Strategien, also Überlebensstrategien, also Grundbedürfnisse, die nicht befriedigt wurden oder die abgetrennt werden mussten oder die von außen quasi wie abgeschottet wurden, die sind ja nicht weg, sondern da muss der Mensch eben gucken, wie er eigentlich in der Situation überlebt, ja, und Ängstlichkeit ist dann häufig eine Folge davon, also ein Faktor, der daraus entsteht. Und man projiziert eigentlich dann eine Erfahrung, die man irgendwo in der Vergangenheit gemacht hat, projiziert man also nach vorne in die Zukunft. Also das ist eigentlich, Angst ist eigentlich
nach vorne projizierte Vergangenheitserfahrung. Ja? Und ja. Ich habe im Grunde Angst vor dem, was schon passiert ist, letztendlich. Ne? Ja. Und das ist eben so dieser Kern, also der in vielen Ängsten drinsteckt, dass eben auch eine Verlustangst von Bindung oder Beziehung dahinter steckt. Und das lähmt oft halt. Die Angst ist ja dann eher was das Dorsale aktiviert, den dorsalen Vagus, den rückseitig verlaufenden Vagusnerv im Nervensystem. Und der ist eben für die Shutdown-Zustände, für die Erschlaffung und für auch gerade auch für Dissoziation ist der halt prädestiniert und ausgerichtet. Und die Energie geht eher nach innen, sie kontrahiert. Ja. Gegenpol dazu wäre zum Beispiel, was auch ein Muster sein kann, wäre zum Beispiel Wut oder aktiv ausgedrückte Traurigkeit über solche Verlusterfahrungen, die man da gemacht hat. Das könnte man ja auch. Ja, da hast du dann eher wieder eine sympathikotone Aktivierung und eher die nach außen Bewegung, also die Mobilisation. Ja, so. Und damit kann man natürlich schon mal dann auch was machen, aber viele kommen dann eben in so eine Überkompensation oder in so eine Übermobilisation, sage ich mal, was dann auch wieder ins Gegenteil kippen kann. Ja. Und was auch noch in diese Trias gehört, ist natürlich der ventrale Vagus. Das ist der Vagusnerv, der eben für Bindung, sozial, also ist eigentlich die Heilung, sage ich mal, ne? Ja. Der für Bindung, für Verbundenheit, soziales Interagieren und auch für das Hier und Jetzt entscheidend ist. Ja. Das ist ja der wichtige Faktor. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann bin ich nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und dann sehe ich aus einer Erwachsenenperspektive, was ist. Das ist ja auch das, was bei Meditation und Kontemplation geschult wird. Wenn man das also lange geübt hat, so Achtsamkeitsmeditationssachen, da weiß man ja auch, dass gerade die rechte Amygdala, die für diese Angst Reizreaktionsschemata dann zuständig ist, dass das wieder quasi die Verschaltung wieder abnimmt und hier... Ja. Da nimmt zu, ja, in der Stirnrinde frontal. Das heißt, wir sind also dann besser in der Lage, gewisse Situationen dann adäquater, erwachsener einzuschätzen. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel im Namen nicht mit dem inneren Kind arbeiten. Da habe ich mir auch schon viel Schelte für eingefangen, weil ich das innere Kind nicht gut finde. Ja. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist ja einfach, das innere Kind gibt es gar nicht. Das ist einfach eine Metapher. Das muss man erstmal als erstes sagen. Das zweite ist einfach, unter dieser Metapher werden natürlich alle möglichen Emotionen und so weiter zusammengefasst. Und wer damit glücklich wird, der soll das auch benutzen als Metapher für sich. Es geht einfach nur darum, dass viele Menschen dann aus der Landkarte die Landschaft machen. Und wie Korsipski sagte, und dann eben halt daran festhalten und immer wieder dann auch in eher regressive Dynamiken reinrutschen und ja. Nie in die Situation kommen, wo sie ihr erwachsenes Ich im Hier und Jetzt mal stärken. Ja. Das ist eigentlich, das ist der Ansatz im Namen, wo es darum geht, eben diese Überlebensmuster zu verstehen, zu durchblicken und sie situativ dann auch zu erkennen, um sie dann möglicherweise mit der Zeit eventuell loslassen zu können oder zu transformieren. Ja. Und dafür brauche ich vor allen Dingen eins, nämlich mehr Kapazität. Ja. Ja. Und da geht es bei mir auch in diesem Ansatz des Hypnagogenatmens drum. Ja, weil beim Holotropenatmen, das ist ja so ein älterer Ansatz, wo es eher um so Katharsis geht, wie man das früher halt gemacht hat in den 70er, 80er Jahren. Da war man eben davon... hatte man so in der Therapie die Idee, oder auch schon in den 60ern, bei Osho damals und diese ganzen Bioenergetik-Sachen und Urschreitherapie und was es alles da gegeben hat, ja. Du musst ordentlich volle Pulle die Sau rauslassen und danach wird's gut. Aus der ganzen, da hatte man auch gar kein Verständnis über Trauma, muss man auch sagen. Ja. Schon gar nicht, was Trauma auch im Hirn macht, ne? Und aus dieser ganzen Dynamik heraus in der Neurowissenschaft und dann in der Porges hat 94 erst die Polyvagaltheorie aufgestellt. Aus diesen ganzen Erkenntnissen auch von Dr. Peter Levine und anderen ist dann ja dieser modernere Ansatz entstanden, wo es eben gerade um die Kapazitätserhöhung geht. Und das ist auch logisch, wenn du nur so eine Kapazität zur Verfügung hast und du kannst dich da drin hin und her bewegen und jetzt machst du einen riesen Fass auf. Mhm. Lässt da tierisch einen ab, dann fliegst du raus aus dieser kleinen Minischüssel, hätte ich beinahe gesagt,
Und kannst das dann bist du draußen irgendwo nirgendwo, du kannst es gar nicht containen. Und du landest irgendwo in so einem Apparat und du wirst da durchgeschossen und landest nachher am Ende des Tages wieder irgendwann oben, weil du hast zwar diese eine Erfahrung gemacht, aber das erhöht die Kapazität nicht grundsätzlich. Und das führt oftmals eher wieder zu neuer Überwältigung und Shutdown. Ich habe das auch selber beim Atmen, beim holotropen Atmen oft erlebt. Ich habe irgendwie so um die 100 Sessions auch für mich selber gemacht damals und habe das oft erlebt, wie ich dann da einfach so ignoriert liegen gelassen wurde und dann eigentlich in diese ganzen alten Traumata wieder reingefallen bin. Und die Leute dann hinterher, die Leitung, das dann hinterher ja, so positiv umgedeutet hat, ja, du warst im yogischen Schlaf, oh, du warst so toll drin. Die Hypnose haben sie mir jetzt auch immer erzählt, oh, du bist so suggestibel und so, ne? Das ist ganz toll, ne? Und ich habe eigentlich immer nur das Alte trainiert und dann baust du da die Autobahn dicker und breiter und das wird immer schneller verfügbarer. Und darum geht es nicht, ne? Sondern es geht darum, was Neues reinzubringen. Und dafür brauchst du Kontakt, Verbindung, das Hier und Jetzt. Du brauchst Sicherheit, all diese Dinge. Und da habe ich meinen Ansatz hin entwickelt, dass es eben darum geht, Sicherheit und Kontakt und Verbindung im Hier und Jetzt aufzubauen. Und der ist eben nicht regressiv. Also zumindest nicht, natürlich kann man in jeder Situation irgendwie regressiv werden, aber er ist nicht darauf ausgelegt, regressiv zu werden. Das mal so im Vergleich dazu vielleicht. Ja. Genau. Ja, genau. Und das wollte ich noch sagen, also wenn der Mensch im Erwachsenen-Ich ist mit Kapazität, dann kommt er in einen authentischen, spontanen Ausdruck seiner selbst. Und, oder seines inneren Seins, so könnte man es vielleicht auch sagen. Das heißt, er ist gegenwärtig im Jetzt. Und egal, ob du auf irgendwas eine spirituelle Soße draufschüttest oder nicht, ob du das spirituell nennst oder nicht, wenn du nicht in der Sicherheit bist, wenn du nicht im ventralen Modus bist, dann kannst du die Praxis X, Y und Z noch so oft machen, dann machst du wieder nur die alte Nummer. Ja, und du machst keine spirituelle Praxis. Du machst zwar eine Übung, die als spirituell bezeichnet wird, aber du, ne, das habe ich auch lange auf den Retreats. Ich habe unzählige Retreats gemacht, ich nicht verstanden. Heute weiß ich warum. Ich habe da ein paar Videos in meinem Kanal zu gemacht. Ja, weil wenn du dann, wenn alle da mimikmäßig so rumlaufen, ne, und 10, 11 Tage oder was und keiner darf einen angucken und es wird nicht gesprochen und so, das ist für Menschen mit Bindungstrauma. Retraumatisierend unter Ein Umständen. Riesenkrieger und das haben die Leitung hat das ja selber oft nicht auf dem Schirm. Die sagen einfach, du musst mehr sitzen. Richtig. Und Schmerzen hast du auch noch. Dürkheim haben ja damals, oder LaSalle, mehr sitzen. Ist genau diese alte Denke, ja, du musst irgendwie immer noch härter und das triggert ja auch gerade enorm diese Leute mit der Überlebensstrategie. Ich muss mehr leisten, damit ich lieber bin. Genau. Ja, das haben wir in unserer Kultur voll drauf, ne? Genau. Also natürlich haben wir dadurch auch sehr viel geschafft, sonst wäre Deutschland nicht binnen so weniger Jahre wieder zu so einem Wirtschaftswunder emporgewachsen und hätte England und Frankreich innerhalb von kurzer Zeit wieder überholt gehabt, obwohl ja alles kaputt war. Ja, das muss man sich mal überlegen, was das damals auch für eine Leistung war, dieser Vorfahren, die man, finde ich, auch zu wenig würdigt. Und ja, ja, das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und du kannst in diese Würdigung auch nur kommen, wenn du angeleitet wirst, in so eine Vervollständigung zu kommen, in diese Erweiterung der Kapazität. Also dafür müssen wir auch die Botschaften untersuchen mit den Menschen, die zum Beispiel in diesen Ängsten drinstecken. Das ist ja immer auch eine individuelle, tiefer liegende innerpsychische Dynamik. So. Ja, also diese ganzen Etiketten, die dann natürlich immer bei Kassentherapeuten so vergeben werden müssen, damit die da das sind ja auch nur Labels und Genau. in der humanistischen Psychologie hat man ja ganz früher gesagt, Etiketten gehören auf Flaschen, nicht auf Menschen, ne, weil dich die Etikette schon oft wieder daran hindert, das Individuelle im Hier und Jetzt im Kontakt zu erleben und zu sehen und diese Begegnung ja, entsprechend zu gestalten, weil du immer nur mit dieser Etikette, wie auch als Therapeut, ne, zusammen bist, so sage ich mal. Ne. Ich muss mal hier mein Mikro, glaube ich, ein bisschen rüberräumen. Oder wie ist das vom Sound her hier? Ist das gut? Ja, ist gut. Also, Noch gar nicht, ja. das passt, ja. Ja, und was mir jetzt auch noch dazu einfällt, was natürlich sehr entscheidend ist für den Einzelnen, ist,
die Grundstruktur, wie er Gefahr wahrnimmt. Ja. Der Fachbegriff dafür ist Neurozeption. Ja. Und das läuft unbewusst. Also du scannst eigentlich permanent die ganze Zeit oder dein Unterbewusstsein scannt die ganze Zeit die Umgebung nach Gefahr. Wie gesagt, das ist unsere Grundressource, um überhaupt überlebt zu haben in dieser lebensfeindlichen Welt früher. Ja. Und heute eigentlich auch noch, ne? Nur viele Gefahren sieht man heute nicht mehr als Gefahr, ne? So. Gewisse Experimente, ne, die man, ja, das ist, beinhalten auch Gefahr, aber wir hinterfragen das gar nicht. Wir machen einfach so, ne? Ja. So, ja. Und da gehören verschiedene Faktoren zu, also zum Beispiel das persönliche Temperament, könnte man sagen. Mhm. Die eigene, auch die eigene Biografie natürlich, die Lebensbiografie, die Lebenssituation, in der ich mich aktuell auch befinde, die, ja, daraus kommt ja der aktuelle mentale Zustand auch oder der körperliche Zustand. Wenn ich zum Beispiel völlig vergiftet bin, mit Schwermetallen und solchen Sachen, das hatte ich auch Joachim Mutter da mal in seinem Buch, das ist mittlerweile also schon länger vergriffen, da hatte er darüber auch geschrieben, wie sie da in Psychiatrien dann die Schwermetalle aus dem Hirn rausgeholt haben und bei den vielen Leuten waren die ganzen Symptome weg. Ja, und diese ganzen Dinge, also das spielt da eine ganz wichtige Rolle, auch so eine Art, man könnte sagen, spirituelle Erdung oder Durchlässigkeit, das ist auch ganz entscheidend dafür, weil wenn Traumatisierte sind häufig offen, also wie ein Scheunentor. Ja. Da sagte Kafka ja schon, wer immer ganz offen ist, ist nicht ganz dicht. Mhm. Und das hat Dürkheim so ähnlich formuliert. Manche sind oben so offen, dass schon reinrechnet. Ja. Ja. Also es geht also immer auch um eine gesunde Grenzwahrung und Erfahrung. Ja. Und ich glaube, viele Hochsensible, die sich so bezeichnen, haben eigentlich auch ein Thema mit Trauma am Laufen. Da wurde ich auch sehr viel für gescholten. Aber man kann es andersrum vielleicht besser sagen, dann fühlen sich die Hochsensiblen wieder sicher und wohl. Jeder Traumatisierte ist auch hochsensibel. Richtig. Zumindest in irgendwelchen bestimmten Bereichen. Ob die generelle Diagnose diesbezüglich zutrifft, kann man nochmal auf einem anderen Blatt stehen lassen. Aber er oder sie oder es ist auf jeden Fall in bestimmten Punkten hochsensibel. Ne? Weil bestimmte Alarmknöpfe quasi dafür quasi wie entscheidend sind, dass er oder sie dann eben überlebt, sage ich mal. Und ja, dann ist natürlich auch die Frage eben, was habe ich noch für Bindungskontexte gerade? Wie sicher sind die? Ja. Wie ist der aktuelle Input gerade? Wie ist meine aktuelle Aktivierung im Nervensystem gerade? Ja. Das ist alles entscheidend für diese Neurozeption von Gefahr. Und das sagt eben darüber aus, wie mein Nervensystem jetzt bestimmte Sachen interpretiert. Ja. Zum Beispiel, was ganz unbewusst läuft, ist Klang. Das ist, wie wichtig dieser Wahrnehmungskanal ist, sieht man alleine daran, wie der Körper, dieses Sinnesorgan, wie weit er das in den härtesten Knochen des Organismus reingefräst hat, dass da ja nichts passiert. Bei den Augen, die wir eigentlich von Sinneswahrnehmung her zu 70%, vor allen Dingen von der Datenkapazität her ungefähr nutzen, du merkst es, wenn du die Augen zu hast, wie stark dann auf einmal das Gehör hochfährt. Ne? Ja. Also wie du auf einmal viel sensitiver wirst diesbezüglich. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Du hattest gesprochen, dass es einfach bei der Neurozeption da, also das Klang genau. Das Gehör ist also sehr gut geschützt im Vergleich zu den Augen. Das heißt, der Organismus, weil da kann irgendwas kommen, dann sind die beschädigt, ne? Ja. Oder vielleicht sogar dauerhaft zerstört. Und das Gehör zeigt eben uns sehr, sehr deutlich, sehr, sehr früh eben auch schon Gefahrgeräusche an. Und das Problem ist, anhand der altsteinzeitlichen Definition von Gefahrgeräuschen leben wir in einer höchst gefährlichen Welt, die permanent vollgefropft ist mit Gefahrgeräuschen, und zwar aus der Kategorie Staubsauger, Lüfter, Fahrstuhlgeräusche, LKWs, Dieselmotoren, vorbeifahrende Motorräder, Bassboxen vom Nachbarn, keine Ahnung, also alles mögliche, tiefe Sounds, die vibrieren und so weiter, das verbindet unsere Neurozeption, unser Nervensystem unbewusst permanent mit Raubtiergrummeln, Vulkangeräuschen, Beben, Erdbeben, Stürmen, solchen Sachen. Und
Das kann das nicht unterscheiden. Also da gibt es keine Version für Lüfter beim Intel 7 Core Rechner. Das hat das Nervensystem nicht auf dem Programm. Das ist Steinzeitmodus. Ne? Und was wir machen können, ist ein Upgrade. Das kann man zumindest machen. Hat Porges, der die polyvagale Theorie entwickelt hat, eben ein Konzept für entwickelt. Das können wir nachher verlinken. Das ist das Safe Sound Protocol. Da gibt es drei Phasen-Variante. Und ich gebe das mit einer Instruktion und in einer Broschüre noch raus, wo noch zig weitere Sachen sind, die man auch machen kann. Ja. Das trainiert also über wenn man das so ein halbes Jahr macht mit diesen drei Phasen, sehr nachhaltig eben den Stapedius im Innenohr, der spannt das Trommelfell anders. Dadurch haben wir nicht mehr so eine Breite an Störgeräuschen, sondern die werden rausgefiltert und unsere Klangwahrnehmung bezieht sich viel mehr auf Geräusche, die eher sozial interessant sind, auf menschliche Stimme, was uns Sicherheit bringt und eher in diesen ventrovagalen Modus bringt, was uns wieder das Hier und Jetzt ermöglicht. Ja. Also auf dem Kanal des Hörens kann man heutzutage zum Glück schon mal einiges machen. Ich habe auch viele Klienten, denen das bei Misophonie oder bei Tinnitus schon auch geholfen hat. Das ist also, ist einfach sehr, sehr anschaulich, von Porges auch beschrieben worden. Ne? Ja. Genau. Das heißt, Jörg, ne, ich würde total gerne noch mal kurz diesen, also wenn ich dich richtig verstehe, ich sehe das zumindest so, Sicherheit ist die Basis, ja, für so ziemlich alles. Ja, und definitiv. Genau. Sagt ja die Sparkasse sagt das ja auch, ne? Vertrauen ist der Anfang von allem. Genau. Und das heißt, würdest du sagen, wir müssen uns überhaupt um Vertrauen kümmern oder müssen wir uns einfach eigentlich nur darum kümmern, dass wir sicher sind und wenn wir uns im Hier und Jetzt sicher fühlen und wenn wir präsent sind, vertrauen wir dann automatisch? Ich würde mal eine sagen, Vertrauen ist Beziehungsfähigkeit. Ja. Trotz einer unsicheren Lage. Draußen. Cool. Ne? Oder in mir drinnen. Oder sie muss noch nicht mal unsicher sein. Die erste Stressreaktion ist ja? Die erste Stressreaktion ist Kampf, Flucht oder Erstarrung. Nee, vorher. Orientierung. Orientierung, richtig, stimmt. Genau. Orientierungsreflex. Also, ja. Die Antilopen grasen. Ja. Und dann kommt Knack. Genau. Dann machen die den, ne, den du gerade beschrieben hast. Ja. Also dann erstmal gehen die Ohren hoch meistens, ne, dann scannen die und gucken. Mhm. Ne? Ja. Und das haben ja die Gaffer an der Autobahn auch. Das ist in der Regel nicht nur sensationslos, sondern das ist auch auf diese Sache zurückzuführen. Ja. Und das heißt, auch nicht nur Unsicherheit, sondern auch Unüberschaubarkeit ist ein Problem. Ja. Und wenn du also mit Informationen zugemüllt wirst zu einem Thema X, dass du selber nicht überschauen kannst, dann nicht mehr, ne? Und du hörst jede Woche was anderes, was wir auch erlebt haben jetzt, dann hast du also sowas, in der Hypnose nennt man das Konfusionsinduktion. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, stimmt doch nicht. Achtung, wir werden, im Frühjahr sind alle tot. Ach nee, doch nicht. Und. Genau. Und wir werden dies erleben und das. Und immer dieses. Und irgendwann macht einfach Frontalien auch dicht und die Gehirnhälfte sagt auch adieu. Und dann bist du nur noch im Alarm. Dann bist du nicht mehr, dann bist du einfach nicht mehr in der höheren Hirnfunktion. Ja. Und gerade die bildhafte Seite, da ist ja die Amygdala, die gerade auch den Alarm immer reinhämmert. Und die wird unheimlich kreativ dann in der Vorstellung, in der Innenwelt. Ne? Das ist dann ja wieder die Unsicherheit, die dann dadurch wieder erschaffen wird. Das heißt, dann werde ich auch aus dem Vertrauen katapultiert. So, und Vertrauen braucht vor allen Dingen, um dann eben in dieser Unabwägbarkeit, Unsicherheit, Unüberschaubarkeit im Vertrauen bleiben zu können, braucht es, oder dann eben, um dann in Beziehung bleiben zu können, braucht es eben Offenheit und vor allen Dingen Einfühlung. Ja. Und eine gewisse Kapazität oder Kompetenz dafür, das zu halten. Man könnte vielleicht auch noch sagen, es braucht einen gewissen Charakter. Ja. Vielleicht braucht es auch, den vermisst man ja manchmal mittlerweile bei vielen Leuten, die so medial auftauchen, und eine gewisse Aufrichtigkeit diesbezüglich auch.
Und vielleicht auch Gerechtigkeitssinn gehört vielleicht auch dazu. Also gehören verschiedene Faktoren dazu, weil wenn ich den nicht mehr habe, dann kann ich in der Welt auch nicht mehr, ja, kein Vertrauen mehr haben, ne? Wenn das alles verloren gegangen ist, so. Genau, und wenn ich aber jetzt wieder in Angst bin, ja, dann ist das wieder alles nicht möglich. Ja. Dann kommen ja nicht diese Anteile der Persönlichkeit, die eher, ja, eher, sag ich mal, die höherwertigen Facetten des Menschseins eben ausmachen, sondern dann kommen gerade die niederen, die malignen Seiten raus, die ja auch in jedem schlummern. Ja, also es hat mal jemand irgendwie gesagt, ein schlauer Mann, ich weiß nicht mehr, wo es herkommt, ja, zwischen Demokratie und Barbarei liegen nur 5 ausgefallene Mahlzeiten. So, ne? Und das ist also in vielerlei Hinsicht, also auch so, was jetzt auch die ganze Zeit gefahren wird, ne? Frieren für den Frieden und diese Geschichten, das spricht natürlich alles diese ganzen alten, tiefen, kollektiven Ängste diesbezüglich auch an. Und wir leben momentan in einer Zeit, wo ich glaube, also mehr denn je, ich habe ja vor einigen Jahren das Konzept Self-Empower genannt auch, wo es um so eine ganzheitliche Selbstermächtigung geht. Und wo wir mehr denn je anfangen müssen, auch auf uns selbst zu hören, eigenverantwortlicher zu denken und zu handeln. Wenn du das nicht kannst, bist du verloren in dieser aktuellen Weltsituation, habe ich den Eindruck. Und dazu gehört auch, also ich musste damals das auch erkennen für mich. Ich bin irgendwie über 20 Jahre mit Antibiotika vollgeblasen worden, bis ich irgendwann verstanden habe, dass es das keine gute Idee ist. Und habe dann angefangen, proaktiv mich nur noch mit Naturerkunde zu beschäftigen. Und diese ganzen Dinge, und da muss man unheimlich viel auch investieren. Ich meine jetzt nicht nur Kohle, weil das nicht auf Kasse gelaufen ist, sondern eben auch Zeit, Energie. Man muss Risiken eingehen, weil man die Dinge selbst experimentiert und da geht auch mal was schief, ja. Aber das andere geht auch schief, von daher ist es, das ist auch nur eine eingebildete Sicherheit, ne? Ja, genau. Cool. Ja, da kann ich auch zum Detox noch was empfehlen, unten dranhängen. Sehr Was gerne. zellgängig ist, natürlich, und eben halt den ganzen Kram wirklich aus den Zellen rausholt. Ne? Das ist ja ganz entscheidend, wie kriege ich das alles weg? Man kann natürlich auch, was Mutter eben sagte, mit diesen ganzen Schwermetallen und so weiter, wie massiv das ist. Man kann natürlich auch zu Umweltmedizinern gehen, da Schelattherapie machen oder Inosphärese und solche Sachen, habe ich auch alles gemacht. Aber wichtig ist ja auch, dass man was tagtäglich für sich machen kann, möglichst unkompliziert. Genau. Und da packe ich eine Empfehlung auch noch mit rein. Da kannst du es unten verlinken dann. Super, mache ich. Prima. Ja, sehr spannend einfach diesen Bezug von, hey, wenn hier in deinem Körper ja irgendwie die Dinge nicht stimmen und dein Nervensystem die ganze Zeit, du kannst dich noch so sehr mit oberen Dimensionen beschäftigen, wenn aber die Base hier und dein Nervensystem die ganze Zeit Alarm meldet, bringt dir das überhaupt nichts, außer eine dissoziative Erfahrung. Aber das war's, ne? Ja. Genau. Korrekt. Super spannend. Kannst du vielleicht, Jörg, noch mal ganz zum Schluss, also vielleicht gibt es noch was, was du hervorheben möchtest oder sagen möchtest, und wenn nicht, gerne einmal noch ganz kurz und knackig zusammenfassen, was einfach die wesentlichen Punkte deiner Meinung nach sind, ja, die man tun kann, die Zuschauer, Zuschauerin tun kann, um aus der Angst rauszukommen, beziehungsweise einen besseren Umgang vielleicht mit Angst einfach zu pflegen. Ja, also ein ganz wesentlicher Faktor an sich ist erstmal, dass man anfängt zu realisieren, wie passiert das? Ja. Also wie mache ich das? Weil das passiert nicht nur, sondern das kommt dann natürlich oft so vor, als wenn es einfach mit einem gemacht würde und passiert und geschieht. Aber man ist ja selber immer auch als Erwachsener beteiligt. Wenn man schon regrediert ist, nicht mehr. Oder wenn man schon dissoziiert, eben nicht mehr, ist klar. Aber ansonsten könnte man im Anschluss das dann mal vielleicht nochmal so weit, wie man das analysieren kann, in dem Moment noch in der Rückschau mal anfangen zu gucken, okay, wann ist denn was wie passiert? Was waren denn die Reize, die dazu geführt haben? Und das mal anfangen zu kartografieren. Und dann entsteht sowas wie eine Landkarte erstmal dazu. Im nächsten Schritt könnte man dann gucken, vielleicht mit Unterstützung, weil das geht alleine nicht so gut, wie man überhaupt zu diesen Überlebensstrategien gekommen ist und wo die herkommen und wozu die eben heute noch sinnvoll sind. Und dafür braucht man eben jemanden, der ein Stück weit von außen drauf schaut und einen auch koreguliert, so sagen wir. Weil bei all diesen therapeutischen Verfahren, das nützt alles nichts, wenn derjenige einen nicht koreguliert. Dazu muss er das aber erkennen, dass du in der Dysregulation bist und dann eben einen dabei unterstützen, wieder in diese Koregulation zurückzukommen. Das klappt auch nicht immer und auch nicht in allen Fällen.
Therapeuten sind auch keine Wunderheiler und haben auch alle ihre blinden Flecken, grundsätzlich, ne? Aber wenn man schon ein paar Jahre in dieser Richtung geschult ist, weil viele Therapeuten haben von diesen ganzen Sachen noch nie was gehört, dann ist es total wichtig, dass man da jemanden findet, der einen da ein Stück weit erkennt und das körperlich auch sieht. Nonverbal sagt der Körper das ständig, wo ich da gerade stehe, und einen dann ein Stück weit begleitet. Was dann zum Beispiel auch sehr hilfreich ist, was ich auch in meinem Atemansatz mit verbinde, sind Obertonklänge. Ja, also heilsame Frequenzen können da also auch eine sehr gute Hilfe sein, und Obertöne gehören eben auch dazu, aus diesem höheren Frequenzspektrum, was oftmals auch dann, wenn das gerade über Knochenschall geht, weil das auf dem Körper zum Beispiel oder in der Nähe des Körpers aktiviert wird, dann wird der ganze Körper dadurch quasi informiert, strukturiert und so weiter. So, und das kann auch sehr gut wieder erden und runterbringen. Und dann ist auf einmal, wenn du dann in einer bestimmten Aktivierungsprozedur drin bist, beispielsweise jetzt beim neurogenen Zittern oder solchen Dingen, dann ist das auf einmal gar nicht mehr so existenziell, wenn dann die Angst kommt, weil man auf einmal merkt, oh, ich bin ja noch weitaus mehr als das. Oder ich bin ja gerade, ich sehe diese Angst zwar, ich merke auch, ich habe sie gerade, aber ich bin verbunden nach außen mit jemandem. Das ist dann wie so eine zweite Nabelschnur, über die ich nach außen etwas habe, wo ich andocken kann und mich dann eben das deswegen co-regulieren, dran regulieren kann im Hier und Jetzt. Ja. Und dann macht das hier eine neue Erfahrung. Und das ist die andere Erfahrung zu dem, was man eben in den 70er, 80er gemacht hat, mit dieser Abreaktion und so weiter. Wo man auch zum Teil mit extrem lauter Musik und solchen Sachen gearbeitet hat, oft auch nur mit MP3, wo man heute auch weiß, das macht viel Stress jetzt, ne? Also mit MP3 wird das heute dann gemacht, früher gab es das ja noch nicht. Da gab es auch Untersuchungen, dass es fürs Nervensystem eben Stress bedeutet, und weil da die Spitzen immer abgeschnitten sind und die Welle nicht mehr durchgeht. Ne? Ja, so, und diese Dinge halt können da also auch problematisch bei eben sein dann, ne? Wenn man das dann in so einer Lautstärke vor allen Dingen auch dann hört, die ist ja auch sehr sympathikoton. Das ist eher, also wenn man mich jetzt heute fragt, machst du holotropes Atmen gar nicht mehr? Doch, mache ich noch, im Einzelsetting vor allem. Ja. In der Gruppe ist es mir mittlerweile auch zu heikel geworden. Ja. Das ist eher so ein bisschen so ein Initiationscharakter, ne? Wenn man mal einfach... Ja. Manche Leute, die so, ich sag's mal, so Zwangsneurotiker, die noch nie im Leben mal richtig so mal so die Sau rausgelassen haben, für die ist sowas auch nach wie vor, würde ich sagen, mal eine gute Erfahrung. Okay, ne? Aber es ist nicht das Allheilmittel für alles, sondern viele andere Dynamiken brauchen eher eine feinschrittige Vorgehensweise. Und was die Leute zum Beispiel dann auch selber machen können, ist daneben, dass sie zum Beispiel den Fernseher ausschalten, ja, und das mal weglassen, um mal so ein bisschen ihre Verseuchung im Kopf da auszustellen, ja, ist zum Beispiel halt einfach mal eine Bauchatmung zu machen, oder eine Tiefenatmung. Und das merkt man vor allen Dingen, wenn man dann eine Hand auf den Bauch legt und eine hier oben, dann spürt man ja, wo sich es erhebt, ne, beim Einatmen. Und dann durch die Nase ist auch eher parasympathisch als sympathikoton. Durch den Mund das Hecheln, das macht auch eher den Sympathikus volle Pulle an. Und dann beim Ausatmen atmest du länger aus als ein. Ja. Und dann wieder ein. Und wieder aus. Man kann das noch verbinden mit einem Wu-Ton oder einem tiefen Ton. O geht auch oben, ne? Aber ja. Wu ist noch mal eine Etage tiefer. Ja. Das macht der Peter Levine immer. Und das ist zum Beispiel auch sehr aktivierend, im Sinne positiv aktivierend vom ventrovagalen System her. Und ist auch sehr beruhigend für den fürs enterische Bauchhirn, was ja unser ältestes Nervensystem wohl ist. Von wo aus natürlich häufig auch Gefahrsignale quasi dann gesendet werden. Früher hat man immer gedacht, der Kopf ist total wichtig, was ja ein Stück weit auch wieder die ganze Forschung diesbezüglich, dass zum Beispiel 70% der Infos von unten hochkommen über den Vagus und nur 30% runter, widerlegt eigentlich viele Thesen der Verhaltenstherapie,
Weil wir sind vor allen Dingen Leib und hier werden erstmal 70% Leibinformationen, hätte ich mal gesagt, ja, ne, verarbeitet. Und wie gesagt, diese ganze Neurozeption und so weiter, da kommt auch eben ganz viel Info vom Körper her, nach oben hoch. Wie gesagt, dann, was ich schon gesagt hatte mit der Klangbehandlung, was man auf jeden Fall machen kann, wenn man mit dem, was mit diesen ganzen Themen was zu tun hat. Dann eben halt die, das Detox-Thema, was ich schon angesprochen habe. Habe ich jetzt diese Empfehlung da, eine Sache mal, also man kann auch tausend andere Sachen machen. Ja. Ich habe bei mir im Shop auch einiges da verlinkt, kann man sich mal angucken. Oder in der Broschüre ist auch einiges drin. Mhm. Und dann zu gucken, auch wirklich, dass man alltägliche Rituale anfängt einzubauen, sage ich immer, wo man wirklich sich auch bewusst macht, wenn es gut ist. Weil das andere, also war schon bei Master Yoda, ne, der sagte schon, Luke, ne, die dunkle Seite ist nicht stärker, nur schneller. Mhm. Ja, aber wenn du dich auf das andere konzentrierst, was zum Ausgleich die lichte Seite in dem Fall wäre, dann hat das eine Kraft einfach, ne? Eine unglaubliche Kraft. Ein bisschen Licht kann viel Dunkelheit erhellen auch, ne? Wirft trotzdem aber Schatten. Ja. So, und das auch zu würdigen, auch meine Schritte zu würdigen, die ich schon geschafft habe, das vergessen ja viele. Also als ich damals im Krisenzentrum gearbeitet habe in Dortmund für Suizidprävention, da war die erste Frage immer, nachdem die Leute alles erzählt haben, was gerade schlimm ist, und wie haben Sie das bis heute geschafft und bewältigt? Ja. Und das, also diese Ressourcenorientierung, die ist ganz entscheidend. Therapeuten hängen immer viel zu sehr im Defizit der ganzen Story rum. Und dieses eher Ressourcierende, das ist auch und Bestärkende, was eben ganzheitlich holistisch gesehen werden muss. Für mein Verständnis, der Körper, der Geist, die Psyche, aber auch das Spirituelle und das Feinstoffliche, eben energetisch, frequenzmäßige, das gehört alles dazu. Ja. Plus eben die transgenerativen und kollektiven Dynamiken. Das geht so weit wie in dem Bereich, wie Jung auch sagt, in diesen Archetypen oder archetypalen, transpersonalen Raum. Dazu handelt ja auch meine Ausbildung ganz wesentlich. Und das eben auf eine ganzheitliche Weise im Rahmen der Polyvagaltheorie. Das ist so ja mein Ansatz. Und das ist für jeden auch eine Einladung, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen, sage ich mal. Ja. Was auch immer eine gute Sache ist, streicheln und umarmen. Also wenn man keinen hat, ne, mit dem man sich umarmen kann, also mindestens 20 Sekunden, besser so eine Minute oder so, dann wird schon Oxytocin auch ausgeschüttet. Dann kann man das selber machen. Ne? Also diese Selbstumarmung, da hat der Rudin diese ganzen Studien zugemacht, Selbstberührung auch im Gesicht und so weiter, sich halten und gerade hier hinten auch diesen Stammhirnbereich, ganz wichtig. Ja. Wo die Osteopathen und die Kranio-Leute gerade auch hingreifen. Ja. Also das sind so Dinge, dass man da wirklich bewusst Kontakt aufnimmt und sich dann verbindet mit wohlwollenden, positiven Bildern. Ja. Oder wenn man schon so Sachen verankert hat, wie einen Schutz- und Ruheraum oder ein Kraftsymbol oder ein Krafttier oder ein Kraftwesen hat, was einen begleitet, damit kann man das sehr gut auch in Verbindung bringen. Und das gilt es dann auch auszubauen und öfter zu machen, immer wieder sich bewusst zu machen den Tag über, denn das baut wieder die Netzwerke auch im Hirn auf, die neuronalen. Ne? Ja. Und gibt einem einfach ein Gefühl, ne, von mehr Selbstwirksamkeit und mehr und die Resilienz nimmt auch zu, ne? Also die Widerstandsfähigkeit. Ne? Richtig. Ja, total. Also wirklich, das würde ich auch wirklich betonen, dieses zu gucken, einerseits, dass es ankommt, ja, auf zellulärer, körperlicher Ebene, dass wir nicht hängen bleiben, nur im Fantasieort, ja, aber Körpernervensystem, wo ganz andersrum hängt, ja. Genau. Und das Zweite ist wirklich, dass mach es zu einer Gewohnheit. Es ist halt einfach so, wenn du das ein-, zweimal machst, es wird dir nicht ankommen gegen die neuronalen Datenautobahnen. Das ist auch einfach so. Ja, und das ist kein Zeichen, dass du es nicht kannst oder dass es nicht klappt. Ja. Genau, also das ist wieder das Gute an der Verhaltenstherapie, ne, dass man, also dieser Aspekt, ne, ich hätte jetzt noch ein paar kritische Sachen gesagt, das muss man was Gutes hervorheben, ne, also wiederholen, ja, und üben und dann auch eben so, dass so eine kontrollierte Exposition, ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. Also viele machen ja die Nummer nur in Watte packen. Und immer nur Schutzraum und immer nur inneres Kind streicheln und so. Genau.
Das ist auch nicht erwachsen, weil die Welt ist eben so, wie sie ist und voller Gefahren auch. Ja, das braucht man nicht naiv zu dissoziieren und im Sinne, alles ist hier toll, rosa Hippie-Brille, ne? Ja. Sondern es geht dann auch darum, auch kontrolliert mit einer Exposition sich diesen Sachen zu stellen. Das mache ich ja hier mit Leuten auch. Auch gerade in der Ausbildung jetzt haben wir da viel zu gemacht. Und in Dunkelheit oder im Wasser und solche Sachen dann. Und dann kommt man also, wenn man dann präsent bleibt oder bleiben kann und dabei bleiben kann, kommt man in einen Punkt, wo man merkt, oh, man kann ja den Vagus doch auch gezielt mit der Zeit trainieren und aktivieren, trotz der noch so stressigen Situation. Also wenn man zum Beispiel hier im Winter, mache ich das mit Leuten, dann gehe ich in den Rhein, ne, wenn man da bei 3 Grad drinsteht, dann sagt dir dein autonomes Nervensystem, deine Neurozeption, sagt dir schon ganz klar, was du tun sollst, genau. Nämlich abhauen. Ne? Ja. So, und wenn du aber dann da in eine Top-Down-Regulation kommst, dann merkt dein Nervensystem auf einmal, oh, er meint's, er oder sie meint's ernst. Ja? Okay, und dann kann man da auch was trainieren zum Beispiel. Ja? Also man muss nicht die Leute immer in Watte packen komplett. Ne? Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Nur oftmals wird eben auch viel zu früh oder viel zu radikal konfrontiert. Ich will auch nicht sagen, dass mir das immer gelingen würde, das optimal abzupassen. Ja. Man ist Mensch und bleibt fehlerhaft in seiner Einschätzung von Situationen und anderen auch. Das ist so, ne? Ja. 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 Sehr spannend. Dann, Jörg, vielen, vielen Dank für dieses reiche Interview. Und ich verlinke alles, ja, was du gesagt hast, was wir jetzt hier hatten im Gespräch, einfach unten drunter. Dann könnt ihr euch weiter informieren. Und also, mir fällt auch ein Bonus ein gerade. Ja. Schlafplatz. Ne? Also wie man schläft, ne? Und dann auch wie Melatonin gebildet wird und so weiter nachts, ist auch total entscheidend. Also Entstörung, Elektrosmog, Schlafplatzabschirmung, solche Sachen sind auch ganz wichtig. Und sonst kommt der Körper, das Nervensystem kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Wenn du siehst, was die jetzt überall aufbauen, ne, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Also ja, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor dabei. Ja. Ja. Der nie erwähnt wird, weil man immer denkt, oh, das macht ja nichts, weil es nicht konkret sichtbar ist. Ja. Ich habe selbst bei hier, weiß ich nicht, 10 Therapeuten, die hier reinkommen, muss ich noch ständig kontrollieren, ob die ihre Handys und alles ausmachen. Weil da ist kein Bewusstsein für da. So, und die Leute pennen mit dem Ding unterm Kopfkissen. Genau. Und meinen, das macht nichts. Ne? Weil es vibriert morgens ja so schön. Ne? Richtig. Ja. Richtig. Absolut. Ja. Okay. Super. Gut. Danke dir, Jörg. Ja, gerne. In diesem Sinne. Gute Regulation, gute Erkenntnis wünsche ich allen und euch einen erfolgreichen Kongress. Danke.